Eine außerordentlich konservative Katholikin in Deutschland habe ich jetzt zu Gast, aber vor allem ist sie eine, die Papst Benedikt sehr nahe steht und stand. Herzlich willkommen, Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Schön, dass Sie da sind. Sie müssen uns noch mal erklären, seit wann kennen Sie den eremitierten Papst Benedikt? Ja gut, seit den 80er Jahren. Wie haben Sie den kennengelernt? Bei einem Staatsempfang in München. Franz Josef Strauß war damals Ministerpräsident. Und war es ein Neujahrsempfang oder diese Empfänge, die eben in München stattfinden. Und da ist natürlich auch immer der Kardinal. Und der Kardinal Ratzinger war damals eben Erzbischof von München und Freising. Und dort sind wir uns immer wieder begegnet. Hat er Sie fasziniert? Ist fasziniert und sehr eloquent. Und dann habe ich ihn auch ein paar Mal gehört, wie er bei uns in Regensburg, in St. Emmeram, gepredigt hat, die Messe zelebriert hat und gepredigt hat. Und er hatte ja in Regensburg ein Haus und sein Bruder lebt in Regensburg. Und so konnte ich dann eine Bekanntschaft beginnen, habe ihn auch ein paar Mal ins Schloss eingeladen. Und so sind wir eigentlich über die Jahre, kann man sagen, nachbarschaftliche Freundschaft ist da entstanden. Dann sind Sie nach Rom gezogen und schon wird er Papst. Genau. Er ist richtig, dann, oder? Ich war schon in Rom. Ich war schon in Rom unter Johannes Paul II., aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass er Papst geworden ist. Wir sind Papst, ist ganz klar. Und ja, und habe das natürlich mit größter Spannung und auch sehr intensiv verfolgt. Und dann ist er zurückgetreten. Das hat ja vorher noch gar keiner gemacht. Das muss für Sie ein Schock gewesen sein. Ja, nicht nur für mich, sondern ich würde sagen, für die ganze Christenheit war es ein Schock, weil das eben seit, ich weiß nicht, weil es 1000 Jahren nie passiert ist. Mhm. Und auch damals war es eigentlich der Papst, der damals zurückgetreten ist, war krank. Mhm. Also und Papst Benedikt war ja nicht krank. Also insofern war es für uns alle ein großer Schock. Mhm. Und ist es ein Schock. Und dann hat er gesagt, er würde sich Zurückhaltung auferlegen, für die Welt unsichtbar bleiben. Sind Sie eigentlich froh, dass er das nicht tut, sondern sich einmischt in die Fragen der Kirche? Ja, also er mischt sich ja nicht wirklich ein, sondern Sie spielen jetzt auf diesen Artikel ab. Ja. Darüber sprechen Sie. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, ja. Aber wenn man das liest, dann sieht man, es handelt sich hier um eine wissenschaftliche Ableitung, eine wissenschaftliche Arbeit. Also wir müssen es vielleicht nochmal sagen. Also es geht um den Zölibat, also die Ehelosigkeit der Priester. Man muss wissen, dass Franziskus eine Synode, eine Amazonien-Synode veranstaltet hat, dass dort eben genau das diskutiert wurde, sollte man nicht in bestimmten Fällen das erlauben, dass auch verheiratete Männer predigen können. Und in dieser Situation, wo Franziskus sich noch nicht entschieden hat, kommt dieser Aufsatz. Das nennen Sie jetzt nicht eine Einmischung? Na bitte. Man muss anders sehen. Man sagt, es ist ein großer Theologe, der natürlich noch völlig da ist und ab und zu noch Texte und wissenschaftliche Arbeiten schreibt. Diese konkrete Arbeit, wenn Sie es gelesen haben, dann sehen Sie, handelt es sich um das Priestertum im Alten und im Neuen Bund. Also Altes, genau. Testament, Neues. Es ist eine wissenschaftliche Arbeit, die, ich gebe zu, feuilletonistisch geschrieben ist, also auch sehr gut in das Buch vom Kardinal Sarah passt. Der Kardinal Sarah hat ihn besucht, das ist dieser reizende afrikanische Kardinal, und hat gesagt, ich schreibe gerade... Der von Franziskus, Klammer auf, Klammer zu, rausgesetzt wurde aus der Glaubenskongregation. Nein, er hat eine Kongregation selber, und zwar die Gottesdienstkongregation. Ja. Ist also einer der Prinzen der Kirche. Und der hat eben dem emeritierten Papst erzählt, ich schreibe gerade dieses Buch. Und dann hat der emeritierte Papst gesagt, ach, ich habe einen schönen Artikel darüber. Und Sie wissen, wie Wissenschaftler sind und Professoren. Die wollen natürlich auch, dass ihre Artikel nicht in der Schreibtischschublade verschwinden, absolut, sondern das sind die Wissenschaftler eben. Und da hat er ihm eben angeboten, diesen Artikel zu geben. Und als dieses Buch dann rauskam, dann ist all hell broke loose, kann man sagen, weil natürlich die Leute, die diese Agenda pushen, dass es verheiratete Priester geben soll, die haben sich natürlich wahnsinnig aufgeregt, weil sie gesagt haben, jetzt ausgerechnet in diesem Moment, das passt uns aber gar nicht ins Konzept. Ja, aber ehrlich gesagt, also welchem Wort soll denn jetzt die katholische Kirche folgen? Dem des alten Papstes, der sagt, nein, auf keinen Fall, nicht einmal die kleinste Ausnahme vom Zölibat. Oder dem des amtierenden Papstes?
Aber der amtierende Papst hat sich ja dazu eigentlich noch nicht geäußert. Ja, eben. Die einzige Äußerung, die wir von ihm haben, ist, dass er den Zölibat auch ablehnt. Das haben wir wirklich, das hat er im Interview auch gesagt. Er will, lässt es studieren. Wer will denn letztendlich den Zölibat abschaffen? Ist nicht der Papst, sondern die deutsche Kirche. Man kann sagen, der Rhein fließt den Amazonas runter. Und der Beweis, ja? Der Beweis ist der Bischof Kreutler, der nämlich seit ungefähr 50 Jahren in Brasilien stationiert ist, Österreicher. Der hat während der Synode ein Interview gegeben und hat gesagt, ich bin stolz darauf, in 40 Jahren keine einzige Taufe vollzogen zu haben, weil nämlich bei einem großen Teil der Kirche Missionieren komplett out ist. Und das sind die Jungs, die die verheirateten Priester wollen. Denn verheiratetes Priestertum bedeutet nichts anderes, wie dass die Kirche aufhört zu existieren. Warum denn? Weil die katholische Kirche, das sakramentale Priestertum, ist das Um und Auf der katholischen Kirche. Sie sehen es ja an den Protestanten. Die protestantische Kirche ist ja heute nur noch eine politische Vereinigung mit Meditationskomponente. Ich kenne ein paar Protestanten, die da hart widersprechen. Ja, wenige. Die wenigen Protestanten. Aber sie sind ja keine Protestantin. Nein, doch. Meine Familie kommt aus Sachsen. Wir sind konvertiert Ende des 19. Jahrhunderts. Also ich spüre also noch sehr viel Protestantismus in mir. Alles klar. Und ich will sagen, es gibt in Deutschland zwei große Fraktionen. Und das muss man verstehen, das kann ich erklären. Die einen sind eben noch in der Wolle gefärbte Protestanten, wie wir Deutsch, und wollen weg von Rom und wollen eine Nationalkirche und wollen verheiratete Priester und wollen das alles. Und die anderen sagen, nein, nein, das ist sehr gefährlich, denn schaut mal nach England und schaut mal, die protestantische Kirche hat ja einen viel größeren Exodus an Mitgliedern wie wir. Aber Frau, also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann ist es doch wirklich eine Richtungsentscheidung, die da ansteht. Und dann ist es ja auch nicht falsch zu sagen, dass der Kardinal Sarah mit dem Papst Benedikt auf den Franziskus einwirken will. Das und wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es ein deutsches Thema aber ist. Sie es ist wollen die deutsche Kirche, die der Welt, und da benutzen sie die Indianer und sagen, weil ihnen, warum haben sie nicht Australien gesagt? Warum nicht Asien? Warum nicht Afrika? Nein, es wurde also Amazonien. In Amazonien, das, also, ich merke schon, aber das stimmt einfach nicht. Das ist eine Ausrede der deutschen Kirche. Die wollen einfach das Priestertum entsakramentalisieren und damit zerstören. Also, muss man ganz klar sagen. Man muss sagen, die katholische Kirche existiert noch. Die Kirchen sind voll. Die Leute beten am Sonntag. Bei den Evangelien ist nichts los. Also, die Kirche ist leer. Nicht alle Kirchen der Katholiken sind voll, glaube ich. Aber ich habe aber mehr. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Bei den Protestanten sind viel weniger Leute in der Kirche wie bei uns. Also es ist eine Richtungsentscheidung. Genau. Das ist auf jeden Fall, das halte ich jetzt mal fest. Ich halte fest, Sie sind auf der Seite von Papst Benedikt auch inhaltlich. Mögen Sie Papst Franziskus eigentlich gar nicht? Ich finde ihn klasse. Ach so. Also Papst Franziskus ist ein ganz toller Typ und der charmanteste Aber Mensch, den es überhaupt gibt. Aber er soll bitte nicht den Zölibat. Er will ihn ja gar nicht weghaben. Er hat es ja neulich selber gesagt. Gut. Er ist also ein in der Wolle gefärbter Jesuit und ein Ordensmann. Und für die Ordensmänner gelten noch viel strengere zölibatäre Regeln wie für die Weltpriester. Und die sagen, wenn die beiden sich jetzt zerstreiten. Die streiten aber nicht, die sind Freunde. Also gibt es keine Kirchenspaltung. Diese ganze Geschichte ist, pardon, wenn ich das so offen sage, eine Erfindung der Medien, weil natürlich die Zeitung verkauft werden muss. Und wenn in der Zeitung ein Skandal produziert wird, dann ist es interessanter, dann wird das gekauft. Aber jetzt mal unter uns. Fakt ist, der alte Benedikt hat gesagt, na Moment, unter diesen Umständen ziehe ich meinen Namen und mein Bild zurück. Also so ganz eine Erfindung der Medien ist nein, es nein, ja nein, das wäre wieder was aber anderes. Halt. Wir bleiben bei der Wahrheit. Auf dem Buch stand Co-Autor. Ja. Nein, er hat gesagt, ich habe einen Aufsatz geliefert. Das sind zwei Aufsätze und beide Autoren stehen auf dem Titel. Finde ich jetzt wiederum ganz okay. Ich auch. Also ich will verkaufen. Aber also ich verstehe die Amerikaner, das Buch kam nicht auch in Amerika raus, dass sie sagen, Co-Autor Papst Benedikt, weil damit verkaufen sie besser. So, also wir wenn der Papst Benedikt sagt, Moment mal, ich habe eigentlich nur zwei Aufsätze geliefert und ich möchte nicht beim Verkaufen instrumentalisiert werden, dann muss man das auch verstehen. Es gibt eine Stellungnahme vom anderen Kardinal, aber wir lassen es jetzt einmal dabei. Mich würde interessieren, die Haltung der katholischen Kirchen, die Sie in sich spüren. Gibt es irgendeine Partei, die diese Art von christlichen Werten eigentlich noch vertritt? Sie sind ja aus Bayern. Ist die CSU noch dabei?
Jetzt wird's richtig spannend. Ja. Haben wir doch gedacht. Okay. Also ich muss sagen, der Markus Söder ist Protestant, aber der hat wirklich, dem sein Herz schlägt katholisch, muss ich wirklich sagen. Und er ist wirklich ganz toll, wie er immer wieder das Christliche in den Vordergrund stellt. Das sind wir so von den Politikern heutzutage nicht mehr gewöhnt. Also man muss sagen, in Bayern ist die Welt noch in Ordnung. Wunderbar. Das heißt also, die Grünen zum Beispiel, die ja auch das Schöpferische, es gibt ja einen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, der ist sehr katholisch. Der betet. Ja, selbstverständlich. Der geht auch in die Kirche und ist eben nicht evangelisch. Aha. Und würden Sie die jetzt auch wählen deshalb? Die Grünen zum Beispiel? Niemals. Warum denn nicht? Aber warum denn nicht? Weil ich ja schon grün bin. Ach so. Ja, wenn man Bauer und Landwirt und Forstwirt ist, dann ist man grün. Und wir sind Bauern und Forstwirte. Ja, wir sind grün. Sie sind, glaube ich, der größte private Waldbesitzer in Deutschland. Sie haben so viel Wald, wie Stuttgart groß ist, und glauben, dass der Klimawandel nicht menschgemacht ist. Stimmt das? Also, der Klimawandel, es hat Klimawandel schon immer gegeben, über die Jahrtausende. Aha. Und die Wissenschaft ist sich absolut uneins, ob wir wie eine Heizung, wenn wir mehr bezahlen, das Klima wie eine Heizung zurückdrehen können. Es ist nämlich Geldmacherei. Sie wollen an unser Geld. Wir müssen diesen Klimapakt bezahlen. Ja. Die Deutschen. Ja. Und warum? Und das ist eine... In der Erziehung sagt man auch immer, wenn die Kinder Probleme machen, man kann nicht jedes Problem mit Geld lösen. Und hier will man ein Problem mit Geld lösen, das kann man aber nicht. Aber wenn man die Klimaerwärmung zurückfahren will, dann müssen wir uns auch im Konsum etwas mehr einschränken. Dann müssen wir wieder anfangen zu leben wie in den 60er Jahren. Kann mir nur recht sein. Finden Sie okay? Aber jetzt, also dass 99% aller Wissenschaftler, die zu Klimaforschung das stimmt nicht mit 99%. Sorry, das stimmt nicht. Die Wissenschaft ich bin ja heute ist für Verschwörungstheorien total offen. Und aber Sie wissen doch, das Einzige, dass die Wissenschaftler heute heißt, sie müssen Bananen essen, morgen heißt Bananen sind schädlich. Dann heißt es jetzt Kaffee trinken. Dann nächstes Mal heißt kein Kaffee. Also ich meine. Also, Sie haben, aber das haben wir jetzt wirklich ein paar Mal, also wir verweisen auf die Faktenchecks, der vielen, vielen Faktenchecks, die wir dazu gehabt haben, gerne nochmal zum Nachlesen für Sie morgen früh, um die Wissenschaft dann nochmal zu klären mit dem Klimawandel. Das heißt, Sie sind sowieso... Also ich wäre mit allem einverstanden, wenn man uns nicht an die Geldbörse will. Hier geht es nämlich um eine Extrasteuer. Ja. Man will letzten Endes dem Steuerzahler noch mehr Geld aus der Tasche ziehen, um ihm aber ein gutes Gefühl... Du tust ja was für die Umwelt. Und deswegen zahl einfach mehr. Und du musst jetzt das noch bezahlen und das. Und wer hat denn in Europa das Geld? Das würden Sie jetzt nicht wollen. Die sind doch alle pleite. Mehr Geld haben. Die einzigen, die in Europa noch Geld haben, sind wir. Ja. Weil wir fleißig sind, weil wir gearbeitet haben, weil unsere Eltern gearbeitet haben, unsere Großeltern. Wir haben geschuftet und Kinderarbeit. Ja. Ich habe noch gearbeitet als Kind. Also so lange ist das nicht mehr. Sie haben ja auch einen Vater gehabt, der, glaube ich, in Afrika in der Entwicklungshilfe gearbeitet hat. Ich will sagen, meine Generation, ich bin 60 geboren und die Generation vor mir, die kennt auch noch Kinderarbeit. Sie werden ja dieses Jahr werden Sie 60 und ich habe das Gefühl, Ihr politischer Esprit ist ganz schön wach. Wollen Sie in die Politik gehen? Nein. Hat der Söder Sie gefragt, ob er ins Kabinett... Die werden einen Teufel tun, so jemanden wie mich zu holen. Warum bloß? Das verstehe ich nicht. Aber also Sie würden nicht in die Politik gehen, aber Sie sind ja politisch aktiv, kann man das so sagen? Nein. Ich bin auch nicht politisch aktiv. Ich sage meine Meinung, ich gehöre vielleicht auf eine Comedy-Bühne, weil wer heute die Wahrheit sagt, gehört auf die Comedy-Bühne. Herr Schröder? Das ist der einzige Ort, wo man heute noch die Wahrheit sagen kann. Nehmen Sie die Fürstin zu sich auf die Comedy-Bühne. Ist sie da gut aufgehoben? Was würden Sie sagen? Ja, da mache ich gerne. Da können wir uns 2 Stunden herzlich streiten. Weil ich bin Atheist und Sie sind Katholikin. Da haben wir Spaß. Da sage ich jetzt. Ich wünsche mir ein Programm mit Florian Schröder und das Beste wird sein, wenn Sie nachher konvertieren und ich Atheistin werde. Genau, dann haben wir die Zeiten Schluss. Werden noch kommen. Ich freue mich auf ein Programm mit Florian Schröder, Gloria von Thurn und Taxis. Danke für Einblicke in die katholische Verschwörungswelt und vatikanische Wirklichkeit und freue mich, dass Sie mein Gast waren. Herzlichen Dank, Gloria von Thurn und Taxis. Herzlichen Dank.